Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Video auf meinem Kanal Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar waren wir auf dem Weg zu diesem Punkt hier. Wollen wir mal gucken, was wir da dann so reißen können. Fremde und Freaks. Mal gucken, was für Fremde und was für Freaks da sind. Und was für neue Leute wir dort kennenlernen oder was für eine Mission da auf uns wartet. Wir heizen da auf jeden Fall jetzt mal mit voller Geschwindigkeit hin. Ich habe mir extra den Punkt ausgewählt, weil ich da eigentlich nur geradeaus fahren brauche. Deswegen dachte ich mir, ja, kann man ja mal machen. 1,2 Kilometer haben wir noch vor uns. Aber das geht schnell bei der Geschwindigkeit. Okay, das war nicht so gut. Gott. Ihr müsst doch nicht gleich sterben, Jungs. Der an dem Steuer ist direkt draufgegangen, ey. War aber nicht mit Absicht. Sorry, guys. So, jetzt sind wir schon da. Zumindest so gut wie. Wow! Er biegt einfach ab. Junge, guck doch mal an den Rückspiegel. Ach ne, der hatte wahrscheinlich auf der Krosse gar keinen Rückspiegel. Oh, meine Haube geht auf. Fliegt er da einfach weg. Der war bestimmt tot. Smell any funny spices? Я ничего не вижу, босс. Эй, предъяви документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. И по гражданским арестам, ты понял? Америка – страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по-черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Okay, alles klar. Wir gehen mal zu den Verdächtigen. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, y'all, we'll convert you. My brother showed some, well, da habe ich nicht ganz aufgepasst gerade. But now he's a happily married man with three children and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial, we will of course pay you. Die Karre fährt sich so scheiße. So scheiße. Diese, wieder die Kneipe, Pisswasser. Oh,
Motherfucker. Du singst schön. Jetzt nicht mehr. Aber der war eh müde. Deswegen musste ich ihn einfach mal helfen. Is anyone not banned? Don't you cause no trouble now. Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Steig ins Grenzschutzfahrzeug, hä? Hab ich hier irgendwas geholt? Hey Trevor, get out here now. Ja, ich komme ja schon, wenn ich nicht gerade gegen die Wand laufen würde. They're in that car. Let's go. Quick, they're getting away. So, die halten wir auf. Go, go. Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Hey, I ain't being zealous about this. America is for Americans, and that's why they call it, yeah, you know. America. Dieses Auto schlittert so heftig. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит... Полетели! Кто думает, что этот идиот звучит как канадец? Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You don't see him dressed up like some little bullfighter now, do you? No! You might want to tell him not to salute with a straight arm. Hold on your pointed hat! We're taking the seat... Hey, dieses Scheißschild! Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep your socialist vow into revolution and discontent to yourself. We do not have time to stop. Ja, ich bin ja dran, Kollege. Oh, Lord. Look, now's our chance. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. God damn, hippie. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Okay, okay. Braucht ihr keine Hilfe mehr von mir? Wirklich nicht? Okay, jetzt Waffe an den Kopf halten. Voll Schrott gefahren, die Karre. Guckt euch mal die Karre an, ey. Okay. Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. Alles klar, danke. Hat mich gefreut, mit euch zusammenzuarbeiten. 500 Mäuse hat's gebracht. Okay, kann man machen. Und jetzt können wir mal wieder zum T. T für Trevor. Hä? Wurde mir doch gerade angezeigt. Ach so, da hinten. Eieiei, da müssen wir aber weit fahren. Dann werde ich mal zur Hauptstraße und mir da mal noch ein neues Auto klauen. Ein schnelles Auto brauche ich. Das sieht ganz gut aus. Ich denke, das ist okay. Zumindest für den Anfang. Hello. Who is this? It's me. I shouldn't have called. Patricia! Mrs. Madrazo! Hey! Are you behaving, Trevor? Oh, yeah. Yeah, sure. Patricia, I really miss you. So, ich muss einmal kurz das Ziel umstellen. Time together. Very important. I have to go. Oh, Patricia vermisst uns.
Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder 2 Sterne? Nur weil ich ein Auto geklaut habe? Oder was? So, und jetzt fahren wir rauf auf die Autobahn. Oh yeah. Jetzt geht's ab. Nur das Auto ist nicht ganz so schnell, wie ich mir das erhofft habe. Vielleicht wechseln wir das zwischendrin nochmal, wenn wir was Schnelles finden. Aber hier scheint es auch nichts Schnelles zu geben. Die Cops fahren in die falsche Richtung. Als wenn sie mich nicht wollen würden. Autsch. Ich wollte mal versuchen, ob ich den so austricksen kann, so dribbelmäßig. Aber nicht so gut geklappt. Oh, hier wird der Verkehr dichter. Alter. Autsch. Autsch. So, der sieht doch auch ganz gut aus. Nein! Nein! Der Autowechsel war echt gefährlich. Aber egal, jetzt haben wir ein schnell. Ich glaube, das ist schneller. Schnelleres Auto. Zumindest hat es auf jeden Fall einen besseren Sound. Und lässt sich auch ganz ordentlich fahren. So, da sind wir auch mal durch. Zack. So, wir machen dann an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal kurz eine Pause. In der nächsten Folge machen wir dann genau hier weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.